17 Uhr und Zeit für Clinical Journal Club für diese Woche. Der Verein hat mich gebeten, ein bisschen Werbung zu machen für das Experimental and Clinical Research Center. Und dies ist ein Bindeglied zwischen dem Max-Delbrück-Zentrum, Grundlagenforschungszentrum und der Medizinischen Hochschule. Und wir machen, das heißt jetzt translationale Forschung, mag diesen Ausdruck nicht besonders. Aber wenn Sie daran interessiert sind, anspruchsvolle Forschung zu machen, bewerben Sie sich doch. Und jetzt geht's los. Im New England Journal sehen wir dieses Bild aus der Augenheilkunde. Und es geht um eine 41-jährige Frau. Und in den letzten 20 Jahren ist ihr Visus eigentlich nicht dramatisch abgefallen, aber es wird halt, fällt halt ab und sie hat sich beschwert. Und wir gucken uns dieses Bild an. Und dann ist die Frage, was ist dies? Es sind 5 Sachen hier im Angebot, 3 Krankheitsbilder und 2 Folgen von Augenoperationen. Und sieht so aus wie die Speichen eines Rades hier. Das ist keine natürliche Krankheit, das hat irgendein Arzt hier verursacht. Und da es radiale Keratomie ist, das passt am besten, das muss es sein. Herpes simplex Keratitis sieht ganz anders aus, Trauma natürlich auch. Vitamin A Mangel müssen wir uns auch mal angucken, so dieses radiale Keratomie. Gucken wir gleich an. Erstmal ein bisschen Anatomie. Hier ist die Hornhaut, dahinter die vordere Kammer und dann Iris, Linsen, Vitreus, Retina und so weiter. Und es geht heute hier um die Kornea und dies ist ein Beispiel traumatische Verletzung der Kornea, viel Entzündung, Konjunktivitis als Begleitphänomen. Dies ist ein Beispiel von Herpes simplex keratitis und es ist sehr wichtig, dies frühzeitig zu diagnostizieren. Das ist ganz einfach, mit einem Fluorescein-Streifen und einer Spaltlampe sieht man diese dendritische Ulzera auf der Kornea und wenn die gefunden sind, ist dies entweder Herpes simplex 1 Virus oder Herpes simplex 2 Virus. Das muss zielstrebig behandelt werden, sodass die Leute hier ihre Kornea nicht verlieren. Dann diese Operation, heutzutage Leute, die sehr kurzsichtig sind, werden mit diesem Laser in situ keratomiliosis Verfahren, abgekürzt LASIX, behandelt. Und ich hoffe, dieser Patient hier hat ein bisschen Propofol gekriegt, bevor das gemacht worden ist. Aber das ist jetzt die gängige Operation für schwere Kurzsichtigkeit. Und vor 30 Jahren gab es die radiale Keratomie, die sah so aus und dann sieht man diese Radspeicher, genau wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber es wird sowieso nicht mehr durchgeführt. Und dies ist ein Beispiel, Vitamin A betrifft viele Teile des Augens, aber eines, was betroffen ist, ist die Sklera und da kriegt man diese Anlagerung von irgendeinem Keratinmaterial, sieht aus wie Schaum und das sind Bito-Flecken und die sind typisch und pathognomonisch für Vitamin A Mangel. Ich hoffe, wir sehen das nicht. Jetzt das große Thema im New England Journal diese Woche ist Malaria. Und wir reden immer von Malaria tropica und Falciparum Malaria und wie resistent das ist, aber die meisten Menschen haben Vivax Malaria. Dies ist Malaria tertiana. Das heißt, man hat am Tag 1 Fieber, am Tag 2 ist Ruhe, am Tag 3 ist wieder Fieber und so weiter. Und diese Malaria ist bekannt wegen Rezidiven. Die ist schon so lange beim Menschen dabei, dass sie sich angepasst hat an den Wirt und vorsichtig ist, den Wirt nicht umzubringen. Nämlich wenn der Wirt stirbt, dann kommt die Malaria auch nicht weiter. So haben die eine Phase, die sich einnistet in der Leber, Hypnozoiden so genannt. Und die können sich dann in der Leber weiterentwickeln, in Schizonten, Merozyten, Platzen und dann setzen die Malaria-Organismen in Blut frei und dann hat man halt Rezidiv von Malaria tertiana. Und wir behandeln Vivax-Malaria mit Chloroquin, aber um diese Leberformen zu treffen, ist ein zweites Mittel notwendig, so dass Rezidiv nicht passiert und man nennt das eine radikale Behandlung, um Malaria aus dem ganzen Körper auszuschalten.
So wird das gemacht. Jetzt das Problem ist, der Mensch hat sich auch geändert und wir haben mittlerweile Mutationen, um uns von der Malaria zu schützen. Eins haben wir letzte Woche besprochen mit Hämoglobin S und heterozygote Leute für Hämoglobin S fahren besser gegen Malaria als Leute, die Hämoglobin A haben, nur Hämoglobin A haben. Ein anderer Schutzmechanismus ist die G6-Phosphat-Dehydrogenase herunterzuschrauben und das passiert durch genetische Mutationen. Und diese Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase dient dem Zweck, sodass Glucose-6-Phosphat umgewandelt wird zu 6-Phosphogluconat. Und in diesem Ablauf passiert es, dass NADP reduziert wird zu NADPH. Dann ist das NADPH in der Lage, Glutathion über die Glutathionreduktase zu GSH zu reduzieren, sodass die Erythrozyten gegen oxidativen Stress geschützt sind. Und wenn sie das nicht sind, dann können sie platzen, wenn sie oxidativen Stress ausgesetzt werden. Jetzt, dieses ist ein ziemlich kompliziertes System. Man soll das, muss das wissen, weil 1,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten haben G6PD-Mangel. Das haben wir in der Klinik hier auch gesehen, hier in Berlin, wo jemand, der eigentlich aus Italien kam, massive hämolytische Anämie gekriegt hatte, reinkam mit einem HB von 3. Der hatte irgendein Sulfonamid-Präparat bekommen und seine sämtlichen Erythrozyten sind geplatzt. Kann man sich fragen, warum? Na, ein Grund ist, dass der ganze genetische Apparat für G6PD sitzt auf dem X-Chromosom neben den Telomeren. Das heißt, dass dies eine X-chromosomale vermittelte Krankheit. Männer haben nur ein X-Chromosom. Also wenn sie die Mutation haben, haben sie schweren G6PD-Mangel. Kann bei Frauen auch passieren, aber dann müssen sie einen Vater haben mit G6PD-Mangel und eine Mutter, die Trägerin ist. Dann würden sie es auch haben. So sehen wir dieses Phänomen überwiegend bei Jungs und Männern. Jetzt das Problem ist, dass die armen Erythrozyten können durch oxidativen Stress nicht nur durch Medikamente ausgesetzt werden, aber auch von bestimmten Sachen, die wir in der Nahrung zu uns nehmen. Saubohnen haben wir die früher genannt, Fava-Bohnen, die enthalten Alkaloide und die bringen die Erythrozyten zum Platzen, wenn sie einen Glutathionmangel haben. Das ist ein Problem. Jetzt, was wir bei der Vivax-Malaria-Behandlung anwenden, ist Primaquin. Gibt seit 1926, ganz tolles Zeug. Und das tötet diese Formen, die in der Leber sich eingenistet haben, sodass man dann eine radikale Behandlung für Vivax-Malaria durchführen kann. Aber das Problem ist, Primaquin führt alle Erythrozyten, die G6PD-Mangel aufweisen, zum Platz. Dies ist eine wunderbare Auslösung von hämolytischer Anämie. Hat man im amerikanischen Militär bei schwarzen Soldaten in dem Zweiten Weltkrieg rausgearbeitet. Aber Primaquin ist immer noch Mittel der Wahl, um Rezidive von Vivax-Malaria zu vermeiden. Jetzt, es gibt ein zweites Präparat, das heißt Tafenoquin. Das funktioniert ähnlich wie Primaquin, aber hat eine Halbwertszeit von 15 Tagen, so eine Dosis und man ist behandelt. Aber das Problem ist, dass wenn man dann G6PD-Mangel hat, dann platzen die Erythrozyten sicher. Nämlich, wenn man Primaquin kriegt, muss man das jeden Tag nehmen, dann merkt man es vielleicht nach 2 Tagen, dass irgendwas schief geht, dann kann man es stoppen. Aber wenn dies drin ist, ist es drin für immer. Das wird auch abgebaut über CYP2D6 und da sind auch viele genetische Varianten da drin. Das hat auch einen Einfluss auf dieses Problem. So, in dieser wahnsinnig schwierigen Studie, die sind im Prinzip Kinder. Die Probanden sind im Alter zwischen 16 bis 18 Jahren. Das erste, was man machen musste, war zu beweisen, dass sie Malaria hatten. Das hat man mit den üblichen Blutabstrichen gemacht. Dann, um hier reingeschlossen zu sein, musste man beweisen, dass sie keinen G6PD-Mangel haben. Hat man auch gemacht. Dann hat man diese Probanden dann randomisiert zu Tafenoquin, Primaquin oder
Placebo, alles mit Placebo-Tabletten kontrolliert, wahnsinnigen Aufwand. Jetzt, dann musste man dafür sorgen, dass man diese Leute weiterfinden kann. Erstens müssen sie ihre Primaquin-Tabletten für 15 Tage nehmen und dann, wenn sie Rezidiv kriegen, müssen sie wiederkommen, dann müssen sie auch wieder einen Blutabstrich bekommen, um zu beweisen, dass sie Malaria haben. Das kann man nicht mit PCR, weil das zu empfindlich ist und die sind dann, bleiben lange positiv, auch wenn der Blutabstrich nicht positiv ist. So. Dies ist ein wahnsinniger Aufwand. Und wie schwierig dies ist, ich meine, ich würde viel lieber Immunopräzipitation machen, lauter Western Bloods, irgendein Sequenzierapparat laufen lassen, dann um 17 Uhr nach Hause gehen, anstatt so eine Studie zu machen. Na, hier ist, was dabei rauskam. Die Placebo-Leute haben Relaps gekriegt, Rezidiv. Zwei Drittel nach 6 Monaten hatten wieder Vivax-Malaria. Da mussten die dann ein zweites Mal mit Chloroquin behandelt werden. Und Tafenoquin und Primaquin haben beide geschützt gegen Relaps. Nicht perfekt, aber ziemlich gut. Primaquin sieht sogar ein bisschen besser aus. Und die Nebenwirkungen. Langes QT in der Wahl, das kann auch passieren. Das war kein Problem. Abfall im HB, na, da waren sie ja sehr vorsichtig, dass die Leute nicht G6PD-Mangel hatten. Aber Juckreiz und Ähnliches kam auf. Wir sehen, dass hier während der akuten Malaria-Phase, bevor das Chloroquin zuschlägt, fällt HB ab, dann steigt's wieder und dann fällt's wieder ab in der Placebo-Gruppe, wenn die Rezidiv kriegen, aber die wurden dann gleich wieder mit Chloroquin weiterbehandelt und darum dieses Muster. Also wahnsinnig schwierig. Weist darauf hin, dass Tafenoquin tatsächlich funktioniert, hat den Vorteil, eine Tablette, fertig, aber man, und dann brauchen die Leute nicht wiederkommen, aber man muss beweisen, dass die Leute nicht G6PD-Mangel haben. Zweites Paper, selbe Geschichte. Genauso kompliziert. Sehr ähnliches Design. Hier ist keine Placebo-Gruppe drin. Und wenn wir gucken, wie schwer dies ist, und in Peru, Brasilien, Vietnam, Thailand, unheimlichen Aufwand. Wir sehen, 370 Leute mit Vivax-Malaria sind identifiziert worden. Letztendlich waren nur 166, haben die Behandlung gekriegt und alle haben Chloroquin gekriegt, um die akute Malaria-Phase zu behandeln und dann die Prophylaxe gegen Rezidiv. Ähnliches Muster. Warum diese eine Gruppe hier ein HB von 19 hatte am Anfang, weiß ich nicht, aber die sind dann rasch abgeflogen und dann steigt das wieder an, bezüglich in welcher Gruppe sie drin sind. Und Bilirubinspiegel verhalten sich, wie man erwarten würde. Und Nebenwirkungen haben ja Leute mit G6PD-Mangel ausgeschlossen. Langes QT-Syndrom war auch kein Problem und andere Sachen traten halt auf. Und wiederum in dieser Studie auch, Primaquin sieht eigentlich ein bisschen besser aus als Tafenoquin. So konnte man nicht feststellen, dass Tafenoquin gleich so gut ist wie Primaquin, aber sieht schon ziemlich gut aus. Und die Firmen haben sich bereit erklärt, Tafenoquin zur Verfügung zu stellen für Patienten, die vielleicht davon geholfen werden können. Diese nächste Studie ist genauso schwer, schlimmer. Hier geht es um Neugeborenen. Frühchen, die kriegen häufig Thrombozytopenie. Dann kriegen die Ärzte Angst, weil diese Kinder kriegen Hirnblutungen und Lungenblutungen und gastrointestinale Blutungen etc. Und die Frage ist, wann sollten die mit Plättchen transfundiert werden? Und es gab schon eine frühere Studie, da war der Schwellwert war weniger als 50.000 Plättchen, haben sie Plättchentransfusionen gekriegt, normal 250.000. Dann hat man sich gefragt, naja, könnte man sie auch absacken lassen auf 25.000? Nicht nur, weil das Geld Ersparnis bedeutet, aber vielleicht machen Plättchen irgendwas Schlimmes. Könnte ja sein. So sind diese Kinder hier mit Thrombozytopenie randomisiert worden zu einer niedrigen Schwellwert von 25.000, bevor sie Plättchentransfusionen bekommen, im Vergleich zu höheren Wert von 50.000. Und diese armen Kinder wogen nur 743 Gramm bei der Geburt und
in der 26. Schwangerschaftswoche, ist alles ziemlich furchtbar, viele hatten schon irgendeine schwere Blutung, bevor sie in die Studie eingeschlossen worden sind und so weiter. Und wenn man diesen Aufwand sich anguckt und wie viele Zentren hier mitmachen mussten und wie das aufgebaut wird, und 3.700 Kinder kamen eigentlich für die Studie in Frage, aber letztendlich sind weniger als 300 in den jeweiligen Gruppen randomisiert worden. Primäre Endergebnis, Tod- oder Blutungsepisoden, Donnerwetter, war häufiger. Tod- oder große Blutungsepisoden war häufiger. Diese Nummern hier sind hier verwechselt. High Threshold ist 50.000 und Niedrig Threshold ist 25.000. Kam tatsächlich in der 50.000 Plättchengruppe häufiger vor, im Gegensatz zu der Hypothese, als in der 25.000 Gruppe. Ich muss mich entschuldigen für diesen Fehler hier. Ich habe das verwechselt. Also, die 25.000 Plättchengruppe ist besser gefahren als die 50.000 Plättchengruppe. Als würde es vielleicht bedeuten, dass Plättchentransfusionen machen vielleicht mehr Probleme, als sie wert sind. Und wenn wir uns diese Kurve hier angucken, hier oben ist die 25.000 Plättchengruppe und dies ist die 50.000 Plättchengruppe, und Überleben oder Blutung ist besser in dieser Gruppe als in dieser Gruppe. Und wie wir erwarten würden, die Patienten, die Plättchen schon gekriegt haben mit 50.000, haben natürlich mehr Plättchen gekriegt als die Gruppe, wo man gewartet hat, bis die Plättchenzahl auf 25.000 abgesagt ist. So sagt der kluge Beobachter hier, Beobachterinnen. Überraschenderweise hatten die Neugeborenen in der hohen Schwellwertgruppe, die hatten höhere Tod- oder Blutungsepisoden als die in der niedrigen Schwellwertgruppe. Und keiner weiß warum. Es ist nicht wegen Sepsis oder Leberschädigung oder Mikrothrombosen oder alles Mögliche. Kann man natürlich nicht alles untersuchen, aber sonst waren die Kinder in beiden Gruppen ähnlich. Jetzt das nächste Thema im New England Journal, geht es um Patientenversorgung. Das wird vielleicht jeden Menschen nicht interessieren, aber meistens, was in den USA gemacht wird, wird dann hier 5 Jahre später auch gemacht. Und dieses gebündelte Bezahlung zu den Dienstleistern für Gelenkersatz. So früher, wo alles einzeln abgerechnet worden war für Gelenkersatz, will man davon wegkommen, und der Dienstleister, den Gesundheitszuverfügungsteller, wenn man so will, Healthcare Provider, der kriegt einfach gebündelten Batzen und muss sehen, wie er damit fertig wird. Die Fallpauschale. Es ist eine Fallpauschale, genau. Aber hier, dies ist eine Fallpauschale über 90 Tage, nicht nur für den Krankenhausaufenthalt. Und wenn man billiger arbeitet, verdient man natürlich mehr Geld, als wenn man großzügiger ist. Hat dies in den USA, hat man dafür gekämpft, hat man es dann eingeführt 2016. Und die Frage ist, ob dieses Modell bei Gelenkersatz Geld spart. Und so sind Areale in den USA designiert worden zu Care for Joint Replacement, Versorgung für Gelenkersatz, oder Placebo-Arealen, wo dieses nicht eingeführt worden ist, wo die Sachen einzeln abgerechnet werden, und der Vergleich ist über 90 Tage. Gucken uns die Leute an, die sind natürlich älter, und Männer und Frauen sind beide da, und Fallpauschale gibt es sowieso für den Akutaufenthalt und so weiter. Aber Leute, die Gelenkersatz brauchen, sind natürlich unterschiedlich. Manche haben einfach Gelenkverschleiß und andere haben einen Unfall und haben eine große Fraktur oder sind vom Dachrinne runtergestürzt oder weiß ich alles nicht. Also diese aber es gab nur diesen Batzen, basta. Was ist dabei und wie dies aufgebaut worden ist, hat mich auch interessiert, habe ich da kurz dargestellt. Und aber es sieht so aus, als hätten sie ein ganz gutes Kontrollstudie hier. Kontrollgruppe. Und was wir hier sehen, ist,
dieses Geldausgabe. Trivialer Unterschied. Aber tatsächlich in der gebündelten Gruppe sind die Kosten ein bisschen niedriger als in der anderen Gruppe. Dass das statistisch signifikant sein soll, aber es geht ja hier um Hunderte von Tausenden von Patienten. Das ist Abweichung, nicht Fehler. Und da ist ein minimaler Unterschied. Und dann kann man sich fragen, wie wird denn hier Geld gespart? Das ist nur eine Methode. Ich meine, ich bin nicht Wirtschaftsprüfer oder sowas, aber man muss dann halt weniger Dienstleistungen anbieten. Sonst würde mir nichts anderes einfallen. Gelenk muss man aber trotzdem ersetzen. So, was wir hier sehen, ist, was diese Leute wurden dann weniger zur Reha geschickt. Die sind einfach nach Hause geschickt worden. Aber fuhren anscheinend genauso gut. Und das war wohl die große Ersparnis. So, medical outcomes not different. Savings by sending the people home. Das dazu. Das Review im New England Journal geht um Klimawandel. Jetzt der amerikanische Präsident hat sich ja über Klimawandel schon geäußert. Und das führt einem dazu, sich an den Dunning-Krüger-Effekt zu erinnern. Und Dunning und Krüger waren Psychologen, die in 1985 eine wundervolle Arbeit, da waren eigentlich 4 Arbeiten innerhalb diesen 9 Papers, und die haben festgestellt, dass umso geringer das Fachwissen, umso mehr überzeugt sind die Leute, dass sie wissen, um was es hier geht und dass sie Recht haben. Und wenn ein Mensch ein Fachwissen vielleicht erwerbt, dann ist er nicht mehr ganz so pauschal und so selbstsicher. Also diese Leute hier in dieser Teil der Kurve haben maßlose Selbstüberschätzung. Dann, wenn sie ein bisschen besser Bescheid wissen, dann sind sie ein bisschen vorsichtiger. Und dann, wenn sie wirklich Experten sind, dann sind sie vielleicht ein bisschen sicherer. Aber Expertise ist ja nicht mehr gewollt. Man will ja, man hat ja die Experten abgeschafft. Das hat der Donald auch gemacht. Der hat die ganze Environmental Protection Agency zu einem Lachladen umgewandelt. Also es geht um Klimawandel. Aber es ist ja nicht neu. Es hat ja schon Sokrates gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, aber Sokrates hat nicht von dem Dunning-Kruger-Effekt gelitten, nämlich er war irgendwo hier, nicht da. Als er ganz doof war, wusste er, dass er alles wusste, aber dann, als er klüger wurde, wusste er, dass er nicht alles wusste. Und dies ist auch übrigens getestet worden an Medizinalassistenten und die sind genauso. Umso schlechter sie in den Prüfungen abschneiden, umso überzeugter sind sie, dass sie eine Ahnung haben. Das ist alles erschreckend. Aber was wir hier sehen, ist dieses globale Ganzplanetentemperaturen, nicht ein bestimmter Ort wie New York oder Berlin, und dieses von 3 unterschiedlichen Einrichtungen hier bestimmt worden und es scheint so zu sein, dass seit 1950 scheint das zu steigen. Und wenn man das in Perzentile unterteilt, ist da auch ein Unterschied zwischen Maximaltemperatur überhaupt oder Maximaltemperatur während des Tages. Hier würde der Donald nicht viel merken, dass es während des Tages. Nachts schläft er, dann sieht er diese roten Areale natürlich, merkt er diese roten Areale gar nicht. Und wenn man die 75% Perzentile anguckt, sieht das noch gruseliger aus. Aber was man festgestellt hat, ist, große Erdteile werden wahrscheinlich in 15, 20 Jahren nicht mehr bewohnbar sein. Solltet ihr raten, wo die Leute dann hinkommen. Und was mit Malaria passiert und andere Gesundheitszustände und Ernährungsproduktion und alles Mögliche. Also New England Journal ist nicht die gleiche Meinung wie der Donald. Was wir uns auch angucken können, ist, was sind die Verhaltensweisen? Und wahrscheinlich wird es dieses sein, die Welt bricht in große regionale Blöcke, die gegeneinander kämpfen oder was mitmachen oder nicht mitmachen. Genau was jetzt im Prinzip passiert.
Und Klimawandel wird überhaupt nicht diskutiert oder wird unterm Tisch geschoben oder man glaubt nicht dran oder der liebe Gott soll es regeln. Und ich glaube, dies wird eher passieren, darum habe ich das in Rot so dargestellt. Beispiel aus dem New England Journal geht es um Vasa Previa. Das ist ein Zustand, wo die fetalen, plazentalen Gefäße sehr in der Nähe des zervikalen Öffnungsmuttermunds sind und nicht geschützt sind durch die Wartonsche Sülze. Diese Gefäße können platzen. Das führt natürlich zu einer blutigen Katastrophe und Plazenta Previa ähnlichen Zustand. Beispiel davon. Ist gut gegangen. Die Dame mit Erythema geratum repens von letzter Woche, als ihr Kolorektalkarzinom behandelt worden ist, war das rückläufig und ihr geht es Gott sei Dank etwas besser. Hier ist ein Fall für Herrn Schneider. Dieser 36-jährige Mann kommt rein mit einem Ausschlag, Bauchschmerzen und große Lymphknoten. Diese Laborwerte helfen überhaupt nicht. Aber was sehr hilft, ist, dass wir erfahren, dass er eigentlich aus Marokko stammt. Das bringt natürlich ganz andere Krankheitsbilder im Sinne, als wenn er jetzt aus New Jersey kommen würde, in New Jersey geboren werde. Und wir gucken uns diesen Ausschlag an und während meines Studiums und Assistentenzeit haben alle Patienten, die ins Krankenhaus kamen, haben einen Bluttest für Syphilis gekriegt, was dies auch sein könnte, und sie haben einen Hauttest gekriegt für TBC. Alle. Heute ist das nicht mehr politisch korrekt, darf man nicht, vermute ich. Ist auch nicht gemacht worden. Also das ist der Ausschlag. Und ich würde eher tippen auf Syphilis, aber weiß der Teufel, können auch Bettwanzen sein, ich weiß es nicht. Sieht so ein bisschen aus wie Purpura hier an den Beinen, könnte man sich auch vielleicht überlegen. Eine neutrophile Follikulitis ist festgestellt worden. Hier ist Bildgebung, hier hat diese riesigen Lymphknotenpakete in der Axilla. Und hat diese nekrotische Areale hier in der Leber, würden mir auch unterschiedliche Sachen. Vielleicht hat er Tularemie oder irgendwas. Weiß es nicht. Kriegt natürlich irgendwelche Biopsien. Und dann hier ist eine Hautbiopsie, sieht aus wie viele rundkernige Zellen und ein bisschen Nekrose. Und mir ist ja eingefallen, vielleicht ist da ein Teil davon vielleicht Käsenekrose. Kommentar dazu, Wolfgang? Könnte sein. Käsenekrose sollte so aussehen. Aber man hat hier nicht genug Bildgebung, um das festzustellen. Dann wird diskutiert, ist die Sarkoidose. Das ist keine Sarkoidose, hat auch keine Erythema nodosa. Könnte dies irgendein B-Zell-Lymphom oder T-Zell-Lymphom sein? Das ist möglich. Infektionen, wie wäre es denn mit MTB? Scrofula ist dies nicht. Aber es gibt Haut-TB und mit diesen großen Lymphpaketen und mit dieser Vorgeschichte, dass er aus Marokko, endemisches Tuberkulosis-Gebiet, kriegt er noch eine Biopsie. Lymphknoten werden auch bioptiert und warum PCR nicht gemacht worden ist, weiß ich nicht. Aber letztendlich kam die Kultur zurück mit MTB. Und ob hier Käsenekrose da ist, weiß ich auch nicht. Aber dann hat er letztendlich doch ein Enzym, ein ELISA-Interferon-Gamma-Freisetzungs-Assay gekriegt und die war stark positiv. Also dies ist ein Beispiel von Haut-TB. Papulonekrotische Tuberkulit, kutane Tuberkulose. Dann Artikel im New England Journal, das ist auch eine katastrophale. Es geht um gesellschaftliche Strukturgewalt. Und was für gesellschaftliche Strukturen sind denn gewalttätig? Gefängnisse. Und es geht um einen armen 44-jährigen Menschen aus Puerto Rico, der kriegt nur Arbeit als Müllmann. Und die deutschen Mülltonnen werden von der Maschine hochgehoben. Muss der Mensch nicht selber machen. So haben die deutschen Müllmänner weniger Rückenschmerzen. Jetzt dieser arme Mensch war 10 Jahre in einem amerikanischen Gefängnis. Da wurde er geprügelt von den anderen Insassen und auch von den
Wärtern und Wächter, die auf ihn einpassen sollte. So kommt er da raus, hat nichts gelernt, kriegt keinen Job, alles ganz furchtbar, obdachlos und so weiter. Und wenn wir uns das angucken, was ist mit Gefängnisstrafe, Inkarzerierung in den USA und dieses Inzidenz, nicht Prävalenz, nämlich ich weiß, die Gesellschaft hat sich ja auch vermehrt in dieser Zeit, dieses Inzidenz, dieses seit 1980. Und was wir hier sehen, ist ein massiven Anstieg in der Gefängnispopulation in den USA. Wegen der Politik, dass alle ins Gefängnis geschmissen werden. Und natürlich will man das nicht bezahlen. So hat man jetzt Gefängnisfirmen. Blackwater, Halliburton, weiß ich nicht. Und das ist in Bundesstaaten unterschiedlich. Aber das ist dann, ich glaube, das neudeutsche Wort ist, das wird outgesourced zu einer Firma. Und die Betreuung dieser Leute ist natürlich hundsmiserabel. Dann ein bisschen Grundlagenforschung. Es geht um KT-Zellen. Wir haben ja jetzt die uns angeschaut für Lymphombehandlung. Kann man die so ausstatten, dass die solide Tumoren auch angreifen? Und hier ist ein Beispiel, Mäuse zu behandeln mit Glioblastom. Erstmal muss man diese T-Zellen kriegen, sodass sie durch die Blut-Hirn-Schranke migrieren. Das kann man machen, wenn man sie ausstattet mit den richtigen Oberflächenmolekülen, dann gehen sie durch die Blut-Hirn-Schranke. Dann muss man sie ausstatten mit etwas, was dann den Tumor angreift. Das läuft über Epidermal-Wachstumsfaktor, HER2, sodass die Tumorzellen angegriffen und die Mäuse haben sich sehr gefreut, dass ihr Glioblastoma dadurch geheilt wurde. Dann in Lancet. Maternale Mortalität in China hat sich dramatisch verbessert zwischen 96 und 2015. Und die haben guten Grund, stolz drauf zu sein, nämlich diese grünen Punkte, wäre der Trend einfach nur so geblieben, wären alle auf der Linie. Aber die haben ein Gesundheitssystem so gestaltet, dass die grünen Punkte alle nach oben gehoben worden sind, sodass die maternale Mortalität nach Schwangerschaft erheblich sich verbessert hat, in ganz China mit sehr wenigen Ausnahmen hier gezeigt. So, die haben Grund, stolz zu sein darauf. Das nächste Paper in Lancet geht es um Schlaganfall. Wusste dies nicht, aber Leute haben den Eindruck, dass wenn man Schlaganfallpatienten mit dem Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer Fluoxetin behandelt, dass die dann besser fahren. Jetzt, dies sind Schlaganfallpatienten, nachdem sie Lyse oder auch nicht dafür in Frage kamen oder Gefäßeingriffe bekommen haben, diesen Schlaganfallpatienten nach dieser Zeit. Randomisiert zu Fluoxetin oder Placebo. Nach der Rankenskala, die haben wir mehrfach diskutiert, lief hier gar nichts. Also die Fluoxetin-Gruppe ist nicht irgendwie besser. Die sind genauso krank nach 6 Monaten wie alle anderen. Das sehen wir hier. Stärke, Handfähigkeit, Mobilität, Motoraktivität, Gedächtnis, Kommunikation, alles Mögliche ist gleich. Mit einer Ausnahme. Die Fluoxetin-Patienten sind mehr umgefallen und haben mehr Frakturen gekriegt. Die sind tatsächlich ein bisschen weniger depressiv geworden, abgesehen von denjenigen, die noch eine Fraktur hatten. Die sind wahrscheinlich depressiv geblieben. Das war's mit damit. Dann gibt's CD30. Das ist ein Rezeptor für TNF-Rezeptor 8. Das ist auf vielen Zellen vorhanden, aber B-Zellen und T-Zellen tragen das auch. T-Zell-Lymphome sind ziemlich lästig zu behandeln. CD30 signalisiert über auch MAP-Kinase und NF-kappa-B. Aber hier hat man noch, das sind T-Zell-Lymphomen, hier ist die Haut häufig involviert, wie bei Mycosis fungoides und Caesarit-Syndrom und adulte T-Zell-Leukämie. Und dieser Antikörper ist noch ausgestattet mit einem anderen Molekül, Monomethylauristatin E. Und dieses Molekül hemmt diese Tubulinbildung, sodass diese Zellen die Mitose nicht mehr durchführen können. So, dieses ein doppeltes System, um dies zu behandeln. Und tatsächlich, diese Leute mit T-Zell-Lymphom sind besser gefahren mit diesem Antikörper und modifiziertes CHOP-Programm im Vergleich zu CHOP alleine. Dann Bortezomib kennen wir für Myelombehandlung. Das ist ein Proteasom-Hemmer. Aber Bortezomib muss gespritzt werden und ist aufwendig. Und
Es gibt jetzt eine orale Form von Bortezomib, heißt Ixazomib, und Ixazomib kann als Tablette verordnet werden. Und in dieser nächsten Studie gucken wir uns das an. Dies sind multiple Myelom-Patienten nach autologer Knochenmarkstransplantation. Die sind dann randomisiert worden, um zu sehen, ob Ixazomib rezidiv hemmen würde. Hätte man vergleichen sollen gegen Bortezomib, aber das verkauft kein Produkt. Aber Ixazomib hat geholfen und die Wirkungsmechanismen sind Bortezomib ähnlich. Dann, wir haben ja schon die Telomerase-Reverse-Transkriptase diskutiert, die notwendig ist, um die Telomere aufrechtzuerhalten. Das wollen wir natürlich bei allen unseren Zellen, abgesehen von Tumorzellen. Wenn wir einen Tumor haben, dann wollen wir, dass es bitte schön, der Tumor soll kurze Telomere haben und schnell absterben. Dies spielt eine Rolle bei Neuroblastomen. Neuroblastom ist Gott sei Dank nicht häufig, weil Kinder Gott sei Dank nicht häufig einen soliden Tumor bekommen. Aber in Kleinkindern Neuroblastom kommt vor und es ist sehr unberechenbar. Manche Neuroblastome kann man denen alles Mögliche auf die schmeißen mit Chemotherapie und hilft gar nichts. Und andere gehen von alleine weg. Wie kann man eine klinische Entscheidung treffen? Na, es gibt Tumormarker. Ich wüsste nicht, dass die Hypertonus kriegen, aber die machen auch Homovanillsäure und Vanille-Mandelsäure und Enolase und ähnliches, wie man von einem neurogenen Tumor vielleicht erwarten würde. Dies ist ein Science Paper. Das ist aus Deutschland und sind auch Leute von der Charité hier, haben hier teilgenommen. Hier gibt es in Deutschland eine ganz große Kohorte von Kindern mit Neuroblastomen. Und man hat diese Tumoren genetisch untersucht. Und wie man vielleicht erwarten würde, die haben auch Mutationen an RAS, das Rattensarkoma. Gen ist ein Proto-Onkogen, das erste, das entdeckt wurde, das kodiert für G-Protein, ähnliche Signalmolekül, das BRAF, KRAF, MAP-Kinase-System, Proliferation, ähnliches signalisiert. Und Kinder mit RAS-Mutationen, die sind schlechter gefahren. P53 kennen wir auch. Das ist eigentlich ein Tumorsuppressor und wenn der mutiert ist, dann ist der Teufel los und das wollen wir auch nicht. Und Kinder mit P53-Mutationen fuhren auch schlechter. Aber in dieser Untersuchung hat man festgestellt, dass diese Telomerase hier, Telomerase-Reverse-Transkriptase, die hatte auch Mutationen. Und diese Mutationen führten dazu, dass diese Telomerase-Reverse-Reduktase erhalten blieb. Das heißt, die blieb aktiv durch genetische Umverteilung und andere Formen von Mutationen. Hier ist eine Form von MYC, ist hier auch involviert. Und wenn diese Tumoren eine aktive Telomerase-Reduktase, was auch immer es ist, TERT, wenn TERT erhalten blieb, dann waren diese Tumoren aggressiv. Wenn die TERT nicht erhalten blieb, dann sind die Tumoren, Kinder viel besser gefahren und die Tumoren sind von alleine weggegangen. So kann man anhand dieser Mutation, dann hat man einen prognostischen Hinweis, wie dieser Tumor sich verhalten würde. Ich würde vielleicht fragen, ob das homogen verteilt ist in dem Tumor oder nur manche Tumorteilen diese TERT-Aufrechterhaltung aufweisen und andere nicht. Aber das muss ich mal den Experten mal fragen. So können wir folgern, Neuroblastom. Und wie sehr der sich verhält, niedriges Risiko, hohes Risiko, hohes Risiko, TERT-Aufrechterhaltung zu tun und P53 und RAS und Tumoren, die dann weniger aggressiv sind, ist diese TERT-Aufrechterhaltung nicht vorhanden. Die haben einen benignen TERT, kurzen TERT, sodass die Tumoren weniger aggressiv sind. Das kann man vielleicht auch sich vorstellen, könnte ein therapeutischer Hinweis bedeuten in der Zukunft. Dann in der FAZ habe ich heute Morgen erfahren, dass es einen Bluttest geben soll gegen Morbus Alzheimer.
Vielleicht ist einfach die Leute zu bitten, eine 7er Reihe rückwärts zu zählen von 100, wäre das genauso gut. Aber ich weiß nicht, ich soll jetzt einen Bluttest geben für Alzheimer. Und Alzheimer ist im Prinzip eine Form von Amyloidose im Gehirn. Und die Abläufe haben wir schon mal diskutiert und die klinischen Bedeutungen. Es gibt aber auch genetische Formen von Alzheimer. Und dann der neue Biomarker ist das Neurofilament-Leichtkettenprotein. Und dieses Protein ist aber schon bekannt. Und im Plasma geht dies hoch auch bei Patienten mit Morbus Parkinson. Und auch bei der Amyotrophe Lateralsklerose und anderen genetisch neurologisch degenerativen Erkrankungen. Aber in diesem Paper, Nature Medicine, was auch aus Deutschland, sehen wir, dass eine ganze Kohorte an Alzheimer-Patienten weisen einen Anstieg in Neurofilament-Leichtkettenprotein, auch im Serum, nicht nur im Liquor, 5 Jahre bevor man merkt, dass mit den Patienten irgendwas schief geht. Obwohl mein Kontrollexperiment 7er-Reihe rückwärts zu zählen ist hier nicht durchgeführt worden. Dann gucken wir uns diese, und auch ob das Gehirn jetzt schrumpft oder nicht. Also dieser Biomarker hat das vorhergesagt, auch im Plasma. Aber wenn wir uns die Patienten angucken, es waren alle Alzheimer-Patienten mit einer genetischen Form des Alzheimers, wo das Krankheitsbild schon mit 60 auftritt, anstatt 85. Und so hat man diese Kohorte entwickelt, sodass man diese Patienten dann auch langfristig beobachten konnte. Ob dieser Biomarker, so ein PSA-Biomarker für Alzheimer sein wird, ist dahingestellt. Nämlich man müsste meines Erachtens das erst beweisen bei Alzheimer-Patienten auf der grünen Wiese, anstatt Patienten mit genetischer Alzheimer-Erkrankung. Werden wir rausfinden. Dann posttraumatische Stressstörung haben wir letzte Woche schon diskutiert. Es ist ein Review darüber in JMA. Geht das durch und die Psychotherapie, die wöchentlich durchgeführt werden sollte, vermutlich ist diese junge Dame hier die Therapeutin. Hier werden die Leute mit ihrem Problem konfrontiert und die müssen dann sich verbal darüber äußern und sich damit auseinandersetzen. Was mich interessiert hat, ist, Medikamente werden eher verpönt und abgelehnt. Also kein Cannabis, keine Benzodiazepine, kein Risperidon. Und was mich auch interessiert hat, man sollte den Leuten nicht Praziziin geben, um Albträume zu vermeiden. Wäre mir sowieso nicht eingefallen, aber gibt's bitte nicht. Wir sind beinahe am Ende. Hier ist eine Patientin aus Lancet, hat auf einmal Visusverlust in einem Auge. Kein Wunder, ein großer Zweig der Abzweigung von der Retinalarterie ist hier dicht gegangen und die hatte hier ein Areal in der Retina, die infarktiert ist. Denn das kann man in der Fluoreszein-Angiografie, sieht man dieses Gefäß gar nicht. Dann ist den Augenärzten eingefallen, wieso denn? Haben sie einen Kardiologen geholt? Könnte ja vielleicht ein Embolie sein. Tatsächlich, der hat ein Echo gemacht. Ich konnte nicht feststellen in diesem ganzen Bericht, dass jemand diese Frau je abgehört hat. Aber was wir hier sehen im Echo, das ist ein Doppler-Signal über die Mitralklappe. Und normalerweise sieht man einen schnellen Einfluss, dann klingt das ab und dann geht der Vorhof zu, kontrahiert der Vorhof, sehen wir das. Und dies ist das Muster, was hier eigentlich gesehen werden sollte. Und was wir hier sehen, ist hier einfach nur ein langsamer Abfall, weil diese Mitralklappe dicht ist, dieses Mitralstenose. Und das ist, was diese Patientin hatte, die hatte. Was wir hier auch sehen können, ist, diese Intervalle sind alle unterschiedlich lang. So hat diese Frau sowieso schon Vorhofflimmern. Aber ich glaube immer noch, Leute sollten untersucht worden, um zu sehen, ob man einen Mitralöffnungston hören könnte. Da sind wir am Ende. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und nächste Woche, wieder mal am Mittwoch, geht es dann weiter mit Clinical Journal Club.